Hallo, ich bin hier heute bei einer Gauben-Seitenbackenbaustelle. Ja, genau. Ich fange jetzt einfach mal an zu montieren, nehme euch ein bisschen mit hoch. Wir arbeiten hier ohne Gerüst, von der Leiter aus, mit Fallsicherung und mehr gibt es im Moment noch nicht zu erzählen. Ich werde mich zwischendrin nochmal melden. Ich warte jetzt gerade noch kurz auf meinen Helfer. Der Philipp ist dabei, der wird mich heute unterstützen und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Moin! Die Luisa hat es vorher schon angedroht, es wird ein Philipp vorbeikommen, um mir zu helfen. Das wäre dann wohl ich. Lassen wir immer zur Sicherheit dran, dass halt angenommen, du müsstest jetzt wegen irgendwas das wegschneiden, dann hättest noch das, dass wenn du beide abschneidest, hast du ja immer eine Lücke zwischendrin. Ja. Was zwar vom Wasser her hier eigentlich nichts ausmacht, aber halt ja, eventuell optisch und naja, man ist einfach auf der sicheren Seite, dass es gut aussieht und nicht das ganz dran ist. Was passiert? Den Ansatz musst du auch immer schauen, dass halt der Falz richtig drin ist. Ja. Also sprich, dass du es richtig an die Wand dran drückst. Aber das, also jetzt gerade passt. Unnötig zu werden erwähnt, ich bin der Philipp, ich habe ihr geholfen und zwar habe ich die zweite Hälfte von der Gaube machen dürfen.
Das war ziemlich cool. War das erste Mal für mich, dass ich das Ganze hier gemacht habe. Ich gehe jetzt mit euch da nochmal ganz kurz hoch und zeige euch, was genau ich da oben veranstaltet habe. So, jetzt sind wir hier oben. Das hier ist mein Werk. Die Bleche habe ich montiert. Und dann hier unten, na, sieht man's? Die Dinger da. Wo ist meine Fippen? Da. Die habe ich auch zugemacht und umgekantet. Und ja, genau. War in der Tat ziemlich cool. Ist ja eigentlich gar nicht mein Beruf. Ich bin ja gelernt eigentlich Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Und wie gesagt, war jetzt halt hier zum Helfen mit dabei. Und hat definitiv Laune gemacht. War auch eine wieder mal sehr coole Erfahrung. Und auch, denke ich mal, eine sehr gute Vorbereitung fürs anstehende Island-Projekt. Und ja, wir sind jetzt hier fertig soweit. Das heißt, wir räumen jetzt dann langsam auf. Genau, ihr dürft, wenn ihr wollt, auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Haha, Eigenwerbung. Dort bin ich unter Geschichten eines Heizers zu finden, genauso wie auf Insta. Und ja, vergesst nicht, Spengler TV zu folgen und auch einen Gefällt mir dazulassen, einen Kommentar dazulassen, dass ihr es toll findet, was die machen. Da freuen die sich nämlich bestimmt richtig arg. Und wenn ihr Bock habt, schaut bei mir vorbei. Und wenn ihr keinen Bock habt, lasst es bleiben. Genau, in diesem Sinne verabschiede ich mich. Wir verabschieden uns. Ciao.